Hallo, ich bin's Alexandra. In diesem Video dreht sich alles rund um das Thema schöne, straffe Oberschenkel und einen festen, knackigen Hintern. Ich zeige euch eine Reihe an Übungen, die euch zu diesem Ziel bringen soll. Leider sieht man auf der freien Trainingsfläche nur selten Frauen. Deshalb habe ich euch heute ganz bewusst Übungen auf der Trainingsfläche vorbereitet. Wir starten mit der ersten Übung. Da könnt ihr zunächst einmal ohne Gewicht starten. Wenn ihr schon ein bisschen länger im Training seid, schnappt ihr euch auf jeden Fall zwei Freihanteln und macht ganz simple Ausfallschritte. Wenn die simplen Ausfallschritte zu leicht werden sollen, hilft es, die Übung ein klein wenig zu variieren und ein Bein auf eine Erhöhung zu stellen. Dabei kann man den Fuß auf einen Kasten absetzen oder, so wie ich das gemacht habe, auf einer Handelbank. Achtet bei dieser Übung bitte stets darauf, das Knie hinter der Fußspitze zu lassen, um euer Knie nicht fehlzubelasten. Bei den seitlichen Ausfallschritten werden auch die anderen Strukturen des Oberschenkels trainiert. Also nicht nur die Oberschenkelvorderseite, sondern auch die Innen- und Außenseite. Achtet auch hier immer stets darauf, das Knie Richtung Fußspitze zu bewegen und keine X-Beine zu machen. Die Walking Lunges, also die gegangenen Ausfallschritte, sind eine tolle Übung, um die Beine nochmal zu trainieren, die Gesäßmuskulatur und zeitgleich das Herz-Kreislauf-System. Die Multipresse wird leider auch nur selten von Frauen verwendet. Dabei ist es auch eine sehr tolle Übung, um an die Kniebeuge sich mal heranzutasten. Stellt euch schulterbreit hin, rotiert die Füße leicht nach außen, startet erstmal ein bisschen weniger Gewicht, um euch an die neue Übung zu gewöhnen und steigert euch auch da recht deutlich mit mehr Gewicht. Kreuzheben sollte wirklich jede Frau in ihr Training mit einfließen lassen. Das Kreuzheben trainiert die Beinrückseite und die Gesäßmuskulatur. Achtet darauf, dass ihr den Rücken bei dieser Übung stets gerade lasst und die Langhantel dicht über die Oberschenkel runterführt. Das war's zum Thema straffe Beine. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Training.